Bei der Leerung des Bremer Lochs sind mehr als 24.000 Euro zusammengekommen. Ein Jahr lang wurden hierfür Spenden in dem Deckel gesammelt, der bei Geldeinwurf Tiergeräusche der Stadtmusikanten macht. Der diesjährige Rekorderlös geht an die Bremer Bahnhofsmission. Das zeigt ja nicht nur, dass die Touristen wieder in unsere Stadt zurückgekommen sind, sondern auch, dass die Bremerinnen und Bremer, ja, die Bremer Wohlfahrtsverbände auch wollen und dass wir sie auch unterstützen wollen. Das Bremer Loch ist die größte Spendenbox der Hansestadt und wurde von der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe zum Sammeln von Spenden erfunden.